Mein Name ist Bernd Mädler, bin 79 Jahre alt und habe in meinen jüngeren Jahren allerhand Sport betrieben, aber nur so freizeitmäßig. Ja, wir haben dem Sportmuseum einen gestalteten Fußball geschenkt, weil der Eigentümer dieses Balles 2018 verstorben ist. Wir haben ihm diesen Ball 1974 geschenkt, weil er der absolute Macher in Sachen Sport bei uns im Betrieb war und wir ihn ganz einfach als Mannschaft eine Freude machen wollten. Nach der Beerdigung kam dann seine Tochter auf mich zu und frug mich, was er denn nun mit dem Ball und mit dieser Chronik machen soll, die wir ihm da geschenkt hatten. Und zu diesem Zeitpunkt war mein Bruder Stadtsportpräsident. Und mit denen hatte ich mich mal unterhalten und gefragt, was könnte da eventuell das Sportmuseum was damit anfangen? Das würde ich ihm dann gerne übergeben wollen. Weil ich zu Hause bei mir jetzt erstmal nicht den richtigen Platz fand, was diesen Objekten zugesteht. Und ich auch der Meinung war, man sollte das versuchen, doch irgendwie ein bisschen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, weil ja wirklich eine ellenlange Geschichte dran hängt an diesen Objekten, an diesen Exponaten. Und dann habe ich, wie gesagt, den Herrn Schulz dann angerufen und haben einen Termin vereinbart. Und da haben wir die Sachen übergeben. Habe ich ein Schriftstück, dass das als Schenkung angenommen wurde. Und gut, und nun denke ich, es ist in guten Händen.